Der Wochenbericht vom 10. Oktober 2021. Die Themen: La Palma aktuell. Die letzten zwei Tage zeigen eine bedenkliche Entwicklung. Gran Canaria aktuell. Risikostufen auf den Inseln. Die 6 Wochen Corona-Vergleichszahlen. Und zum Abschluss die Wetterprognose für die kommende Woche. Bedenkliche Entwicklung. In der Umgebung von Fuencaliente und Villa de Marzo wurden am Wochenende fast 50 Erdbeben gemeldet. In 35 Kilometer Tiefe entstand ein größeres Beben mit 4,3 Stärke auf der Richterskala. Im Tal von Aridane zerstören nun verschiedene Lavaströme Gegenden, die bisher verschont blieben. Dabei läuft die Masse auch weiterhin ins Meer und entwickelt dadurch eine neue Landfläche von fast 500 Hektar, das sind ca. 5 Quadratkilometer. Weiterhin wird von den Vulkanologen verkündet, dass ein Ausbruch im Südosten unwahrscheinlich ist. Man informierte die Region jedoch vorsichtshalber über Regeln bei einer eventuellen Evakuierung. Letzte Meldung. Ein Einbruch im oberen Bereich ist bei einem sehr aktiven Vulkan zu verzeichnen. Dies hat zur Folge, dass der Lavafluss unberechenbarer und dadurch gefährlicher wird. Warnstufen. Ab 8. Oktober ist nur noch die Insel Fuerteventura auf der Warnstufe 2 gelb. Alle anderen Inseln, auch Teneriffa, sind jetzt auf der Stufe 1 grün. Die 6 Wochen Corona-Vergleichszahlen. Kanarias, die Kanaren 18,43, Gran Canaria 15,20, Teneriffa 19,49, Fuerteventura 21,72, San Bartolomé de Tirajana 5,62, Las Palmas de Gran Canaria 28,07, Santa Cruz de Tenerife 40,15 und Puerto del Rosario 23,92. Eine sehr gute Entwicklung weiterhin, finde ich. Besonders sind San Bartolomé de Tirajana hervorzuheben mit einer Zahl von 5,62. Zum Schluss wie immer die Temperaturen im Süden Gran Canarias. Die liegen in der kommenden Woche zwischen 26 und 28 Grad. Meistens ist es sonnig mit ein paar Wolken. Die Sonnenstunden am Tag sind ca. 11. Nun zu den Temperaturen. 10. Oktober sonntags 28 Grad. 11. Oktober montags 27 Grad. 12. Oktober dienstags 26 Grad. 13. Oktober mittwochs 26 Grad, 14. Oktober donnerstags 27 Grad, 15. Oktober freitags 26 Grad, 16. Oktober samstags 27 Grad. Noch ein Hinweis: Wenn Sie an der Entwicklung auf La Palma interessiert sind, habe ich etwas Neues für Sie. Am Ende des Videos können Sie die erstellte Playlist mit dem Titel La Palma Vulkanausbruch, die Chronik aufrufen. Zurzeit sind darin bereits 23 Clips enthalten. Diese Playlist wird fast täglich mit neuen Videos erweitert, solange die Ereignisse auf La Palma noch andauern.